Dies hier ist eine Vinogradsky-Säule, gefüllt mit Schlamm aus dem Tümpel hinter mir. Hier bilden sich photosynthetisch aktive Mikroben aus, die mithilfe von Sonnenlicht und CO2 Biomasse machen. Und das sind unsere Arbeitstierchen im Labor. Die Mikroben vereinen auf kleinstem Raum unglaubliche Vielfalt an Eigenschaften. Und die kommen eigentlich in jeder Situation zurecht. Und das hat mich fasziniert. Wir versuchen, diese natürliche Photosynthese, die Sie auch hier in den Pflanzen um uns herum beobachten können, zu nutzen, um Wertstoffe zu produzieren. Das heißt, unsere Bakterien nehmen das Sonnenlicht, nehmen Wasser, nehmen CO2, machen damit neue Bakterien und machen aber zusätzlich dazu noch einen Alkohol, einen Energieträger, was man direkt in der chemischen Industrie oder eben auch in Bezug auf Energiegewinnung nutzen kann. Wir versuchen ja in Deutschland eine Bioökonomie zu etablieren und unter anderem gehört dazu, dass wir Stoffkreisläufe schließen wollen, dass wir versuchen wollen, aus Abfallstoffen wieder Wertprodukte zu generieren. Und in diese Fragestellung passt eigentlich das genau rein, was wir tun. Wir wollen Wasserstoff machen mit unseren Konsortien und die sollen irgendwann draußen in der Natur stehen, also nicht mehr im Labor, sondern unter natürlichen Bedingungen funktionieren. Wissenschaft hat meistens keine einfachen Antworten. Also wir haben ja auch keine einfachen Probleme, die wir lösen müssen, sondern die gesellschaftlichen Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen, die sind sehr groß, sie sind sehr komplex. Und da gibt es keine schnellen und da gibt es auch keine bequemen Lösungen. Man kriegt aber zunehmend das Gefühl, dass die Gesellschaft genau das verlangt.